Hallöchen und schnurzlich willkommen zurück bei Devil May Cry. Auftrag 17, getrennt das Andenken. Töten Sie den Drachen und betreten Sie den Hof mit dem Quecksilber. Ja, Leute, jetzt geht's weiter und wir nähern uns allmählich dem Ende. Aber vorher nochmal schön shoppen. Und ja, Ifrit ist so nutzlos einfach. So, Auftrag 17 und los geht's. Wir stehen wieder zurück. Beziehungsweise, nee, wir stehen nicht zurück. Wir sind da, wo wir in den Dingens reingesprungen sind. In das Gemälde. Und müssen da jetzt irgendwas machen. Ja, und zerschlagen erstmal die Umgebung, ne? Immer dieses Auto ziehen, das ist manchmal so ein Krampf einfach. Wenn man irgendwie gegenüber das Monster angreifen will und der attackiert erstmal die Rüstung auf der anderen Seite, weißt du, und wird da dabei noch irgendwie schön gefickt. Das ist immer ganz toll. Ja, es ist übrigens immer noch kommentiert, also es ist keine Originalsprachdatei mehr da. Von allen Folgen übrigens nicht mehr, also es wird jetzt dauerhaft nur noch das Kommentieren sein. Es geht leider nicht anders. Ja, man müsste halt mal treffen können, ne? Man müsste halt mal treffen können. So, an dieser Stelle sei gesagt, käme auf dem normalen Schwierigkeitsgrad ein Frost, sowas ähnliches wie die Blades, wo halt mit Eis, die kämen auf normal, kämen die hier jetzt so. Stattdessen kommen drei von diesen dämlichen Fledermäusen. Die einem auch immer gerne verarschen. Wie man sieht. Da werden es mal eben wieder drei. Diese Mechanik habe ich eben noch nie verstanden. Ich kann mir nur vorstellen, dass das durch Alistair halt einfach ist, weil der selber Blitz ist und dass der die halt immer irgendwie stärkt oder so. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber ein Vorteil hat es, es gibt viel Punkte. Es gibt sehr viele Punkte. Zwischendurch gibt es auch immer wieder Leben. Das ist auch super. Alter, voll ins Gesicht, weißt du. Ja, und so schnell hätte ich auch nicht reagieren können. Aua. Au, au. Patz, patz. Und ins Gesicht. Und tschüss. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob das daran liegt, weil wir mit Alistair die ganze Zeit kämpfen. Und die halt durch den Strom, wo halt da in Alistair fließt, ob die sich deswegen teilen. Oder ob das einfach nur so eine Spielemechanik halt ist. Keine Ahnung. Ist eigentlich aber auch egal. Hauptsache, die sterben irgendwann mal. Und wie schon erwähnt, je länger das braucht und je öfter die sich teilen, desto mehr Pünktchen gibt es halt. Ist natürlich auch super. Ja klar, erstmal den Tisch zerdeppern. Die Tür lässt sich nicht öffnen. In der Mitte ist ein Loch. Zeig den Edelstein. Im Mondlicht? Irgendwas mit Mondlicht war da. Ich habe das zu schnell weggedrückt. Entschuldigung. Tut mir leid. Ja, da werden wir jetzt wieder halber überrannt. Ja, einfach mal weiter ins Gesicht, ne? Als Druck. Diese nervigen Viecher da. Patzpum. Als Raub, ey. Die haben es verdient. Die haben es einfach so verdient. Weißt du, wir werden immer wieder zusammengebaut und uns neu auf den Hals gehetzt, weißt du? Die sind nicht, das sind nicht immer neue. Die werden da zurück. Die werden da zurückgeholt zu ihrem Boss, werden da bei der zusammengeleimt. Und dann werden sie wieder losgeschickt. Deswegen sehen die ja alle schon so zerdeppert aus von Anfang an.
Au, das war wohl nichts, Junge. So, erstmal zurückziehen und nachdenken, ne? Wie verfährt man hier jetzt am besten? Ja, guter Ansatz, aber es ist schwer zu spät gezogen. Gute früher machen. Wieder daneben. Jetzt. Sehr gut. Jetzt passt. Gut. Dann mal los, ne? Walte deines Amtes und hol das Mondlicht. Aber erstmal wissen, wo es ist, ne? Ja, wo ist es? Wo ist es, hm? Such. Damit lässt sich das Mondlicht einfangen. Hm. Das sind ein paar Plattförmchen. Da geht's auch hier schon weiter. Da auch nicht. Ja, was nu? Hopp. Mal. Noch einmal. Ja, und das war's. Ja, schön. Und nu? Ja, jetzt stehst du da und weißt immer, was du machen sollst, ne? Spring doch einfach. Na bitte, geht doch. Einmal da. Ob das der richtige Weg ist? Oh, na immerhin. Ist zwar kein Questingens, aber ist immerhin etwas. Ja, und mehr hast du hier, glaube ich, auch gar nicht zu erwarten. Aber immerhin ein blaues Fragment hast du gekriegt. Das ist schon mal gut. Und voll daneben gehoppt bist jetzt da. Ja, wie geht's jetzt weiter, ne? Wo war das? Ich würde an deiner Stelle mal zurücklaufen. Lauf doch mal zurück. Lauf doch mal zurück. Da steht doch das gute Stück. Das musst du machen. Ja, renn erstmal mit dem Kopf, der Gäsche, genau. Ja, was ist? Jetzt mach. So. Sehr gut, sehr gut. Jetzt kriegen wir, was wir brauchen. Jetzt musst du lediglich nur noch da hochspringen und es mitnehmen. Ja, du sollst hochspringen und es mitnehmen. Spring hoch und nimm es mit. Was ist denn daran so schwer? Ja, geht doch. Warum nicht gleich so? Meine Güte. Wie dumm wie Brot, ey. Dumm wie Brot. Eine Kristallkugel, die mit Quecksilber gefüllt ist. Und die irgendwie das Mondlicht verkörpert oder sowas. Ist Quecksilber nicht eigentlich giftig? Also jedenfalls für Menschen. Ich weiß nicht, wie es bei Dämonen ist, aber für Menschen ist es auf jeden Fall giftig. Ist übrigens auch das Zeug, das in Thermometern, glaube ich, drin ist. Immer dieses Rumgepiekse im Schritt, das tut doch mit Sicherheit ganz schön weh. Ach, jetzt sind wir auch noch zu faul, das mitzunehmen. Jetzt sind wir noch zu faul zu kämpfen, ist ja was ganz Neues. Das kennt man gar nicht von dir. Die Tür lässt sich nicht öffnen, sie zeigt den Edelstein. Ja, bla bla bla, ein runder Edelstein. Ah je, was ist jetzt? Ach ja. A man with guts and honor. I like that. But it's a shame you serve Mundus.
Sei nicht so theatralisch, mach schon. Das erste kriegen wir aufs Maul. Wie immer. Ja, mach ihn platt, mach ihn platt. Sehr gut, sehr gut. Guter Anfang. Ja, und schon wieder fliegt er. Das nervt so an Alistair. Das hätte man niemals irgendwie skillen sollen. Das ist so nervig. Ich meine, es mag ja vielleicht praktisch sein, dass man damit vielleicht fliegen kann, aber ich finde es persönlich eher so ein bisschen unpraktisch im Kampf, weil es macht nicht sonderlich viel Schaden von der Luft aus da, dieser Drehmoment. Aua. Boah, der fetzt aber auch ordentlich. Und immer von hinten, immer schön von hinten. Da stehen sie drauf, die Dämonen. Aufs Maul. Ja, freilich, jetzt kriegst du... und nochmal, jetzt kriegst du erstmal wieder fett aufs Maul. Amulett wie er? Ja. Trish, Virgil has been defeated. Ja, da sieht man, dieser Nelo Angelo, wie er ja in dem Bestarium genannt wird, ist eigentlich Virgil Dantes Zwillingsbruder. Und wie man sieht, er ist von der Dunkelheit überrannt worden. Wie und warum, das weiß man nicht. Und das erfährt man hier in diesem Spiel leider auch nicht mehr. Man erfährt lediglich, dass das Zwillingsbrüder sind oder Geschwister halt, ne? Und ja. Aber lasst euch so viel gesagt sein. Man erfährt mehr darüber, sobald man dann die folgenden Teile dazu spielt. Da erfährt man dann weiteres. Auftrag 18, Zauberstein-Elixier. Wenn sie das Ei des Philosophen ausbrüten, dann bekommen sie einen Zauberstein. Oder was auch immer. So, jetzt gehen wir nochmal shoppen. In der Hoffnung, dass es noch irgendwas gibt. Aber scheinbar nichts außer mein juckendes Ohr gerade. Moment. Und dann geht's weiter. Das Zauberstein-Elixier. Wenn das Ei... Ich kann einfach nicht lesen. Weil der Gute immer zu schnell drückt. Schlüsselamulett. Die Kombination aus dem Anhänger Dantes und dem des Schwarzen Ritters. Damit erhält man Zugang zur Unterwelt. Und nicht nur das. Die wahre Form des Heldenschwerts, mit dem Spada der legendäre Schwarze Ritter gekämpft hat. Der Nachteil ist, wenn wir das Schwert angelegt haben, haben wir keinen Doppelsprung mehr, weil der Doppelsprung zu Alistair gehört. Finde ich ein bisschen scheiße, aber man kann es leider nicht ändern. So, nächstes. Und wieder
erstmal voll daneben. Wie immer. Und jetzt geht's schon wieder durch das Wasser. Dum, 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 dum. Ja, einfach mal den direkten Weg genommen. Scheißegal, dass irgendwo anders ja noch Sachen liegen. Einfach mal alles abschießen. Unterwasserkampf ist immer was ganz, ganz Tolles. Habe ich schon erwähnt, dass ich extremst glücklich bin, dass man unter Wasser unendlich Luft hat? Jedenfalls in dem Spiel. Das ist echt vorteilhaft. Und das Viech ist hartnäckig. Stirb. Geht doch. Verrecke. Verrecke. Und mir juckt schon wieder das Ohr. Entschuldigung. Aber das ist so furchtbar. So, weiter geht's. Gluck, 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 gluck. Ups, so. Ist auch eine Abkürzung, ne? Ich weiß nicht, ob man zu Fuß hier hochkommt. Das kann ich jetzt gerade gar nicht sagen. Ich glaube, ich habe das nie wirklich ausprobiert. Aber, und ja, man kommt hier nicht hoch, weil ich sehe das gerade, weil ja hier dieser Kreis da drumherum komplett abgeschlossen ist. Also kommt man nicht hoch. Man muss also schwimmen. Schwimmen in die Air. Oh je. Oh ja, und erstmal wieder diese Platte hier abknallen, bevor das mal draufschlägt, ne? Das Übliche einfach. So, hier ist eine Inschrift. Jene, die die Wahrheit suchen, mögen das Ei in den Korb legen und es langsam und behutsam wärmen. Es wird sich in einen blauen Stein verwandeln und auf den unsicheren Straßen weiterhin sicher sein, sichtbar sein. Ja, aber hier kommt er leider noch nicht weit. Schön kannst du springen. Super schön kannst du springen. Was machst du denn da? Ach ja, das sieht man jetzt zum Beispiel, dass man kein Alistair ausgewählt hat. Und nämlich jetzt, tada, geht auch wieder der Doppelsprung. Oder auch nicht. Oh, eine Kugel, ein Fragment. Gut, haben wir auch dazu. Macht nichts, was wir haben, haben wir. Also den ganzen Weg wieder zurück. Wir müssen erst ein Ei finden. Warum legt der Gute nicht einfach seins drauf? Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Brüte einfach dein eigenes Ei aus. Wer weiß, was da schlüpft. Vielleicht ein kleiner Dante, ein kleiner Baby-Dante. Oh, er hat gemerkt, dass er erst noch woanders hin muss. Vielleicht ist oben ja noch etwas. Wir gucken einfach. Oder er guckt einfach. Vielleicht findet er da oben ja noch was. Wer weiß. Da geht's weiter hoch. Und noch weiter hoch.
Oh, Alter, war das knapp. Was machst du denn schon wieder? Oh, was haben wir denn hier? Ei des Philosophen. Da haben wir unser Ei, das, was wir brauchen. Eieiei. Und jetzt erst mit einem Sprung ab durch die Tür. Hier ist eine Inschrift. Ja, es ist Ei des Philosophen. Die Umwandlung könnte eine Weile dauern. Ja. Und derweil, ne, kommt wieder Part 2 des Scheißhaufens. Was auch immer der da gerade macht. Echt. Hau doch einfach drauf. Das war ja mal voll für den Arsch. Aua. Aua. Oh, das sieht so schmerzhaft aus. So, und jetzt aber richtig deftig aufs Maul, Alter. Komm. So ist gut. So sieht das gut aus. Einfach nicht ausweichen. Er kann dem einfach nicht ausweichen. Ja, und jetzt ist natürlich das Ding wieder da. Weg. Au. Und jetzt ist es wieder weg. Manchmal kann dieses Viech ganz schön frustrierend sein. Ja, nimm zur Sicherheit lieber mal, ne? Tut halt nämlich ganz schön weh, wenn man diesen Bumerang abkriegt. Aufs Maul! Aufs Maul! Schneller, 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 schneller! Oh wow, er wurde mal nicht eingefroren. Das ist aber was ganz Neues. Ja, komm, 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 komm. Leicht, leicht, leicht. Ja, Mann, sehr gut. So muss das. So muss das. Und nicht anders. Die Umwandlung ist vollendet. Komisch. Komischer Zufall. Ausgerechnet jetzt direkt danach ist das Ei fertig. Ich bin der erste Schlüssel zum Tor der Unterwelt. Der zweite Schlüssel liegt in der Spiegelwelt. Oder was auch immer da gesagt wurde. So, damit haben wir das auch wieder erledigt. Gute Nacht, Errungenschaft freigeschaltet. Nightmare zum zweiten Mal niedergeknüppelt. Er hat's verdient. Er hat's einfach verdient. Wer uns so dreist angreift, der hat's nicht anders verdient, als niedergeknüppelt zu werden. So. Und das war's dann auch schon wieder für diese Folge. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ne? Also, macht's gut. Tschüss.